So, meine Freunde, ich bin jetzt in Halle 2. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Es gibt 3 Hallen. Und was ich hier gesehen habe, wo ich reingekommen bin, wow, wird euch bestimmt auch gefallen. Das Wetter ist ja geil draußen. Also Sonnenschein pur, fast keine Wolke. Meint's gut da oben mit mir. So, hier oben, da wird das Bier eingeflößt für die Reisenden, damit die was zu trinken haben unterwegs. Postwagen.
So, jetzt geht's in Halle 3. Aber jetzt kriege ich auch langsam Hunger, muss ich sagen. Also das ist ja hier so viel. Also hier muss man ganz schön, also viel Zeit mitbringen. Also hier geht schon Zeit drauf. Aber es ist so interessant. Also ich bin bis jetzt, sage ich mal, hier nicht enttäuscht worden. Und ich bin froh, dass ich heute hierher gefahren bin. Aber ich wollte ein paar andere Sachen heute mitmachen. Ja, jetzt geht man in Halle 3. Da filme ich noch ein bisschen und dann muss ich erst mal sehen, dass ich irgendwo was essen gehe. Und dann schaue ich mal, vielleicht eine Sache schaffe ich noch. Mal gucken. Ah, ich denke mal, ich muss vielleicht mal 2-3 Tage hier Urlaub machen in München. Irgendwie. Ah, hier gibt es so viel zu sehen. Ja, das ist das Schöne. Ich sage mal, dass es immer noch ein paar Orte gibt in Deutschland, wo man noch ein bisschen Freizeit gestalten kann. Ich meine, die Ecke, wo ich herkomme oder da, wo ich wohne. Ja, abends 18 Uhr der Bürgersteig hochgeklappt. Das ist ja absolut tote Hose. Deswegen, sage ich mal, versuche ich immer, irgendwo hinzufahren und was unternehmen. Nehmt euch auch mit. Wenn es euch gefällt, sage ich mal, dann sehe ich das ja. Und ja, ich quatsche jetzt nicht weiter. Ich gehe jetzt in Halle 3. Bis gleich. Wahnsinn, ne? Das ist hier ein Vierzylindermotor von Mercedes. Also wie viele Motortypen es gibt, schon erstaunlich. Yeah.
So, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt in einer Gaststätte, nennt sich Augustiner Brauhaus. Ich denke mal, jede dritte Gaststätte heißt in München irgendwie Brauhaus oder wie. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, sehr rustikal, sehr schön und schnelle Bedienung. Top, ey. Ja, was isst man, wenn man in Bayern ist? Speziell in München. Soll ich euch zeigen? Moment, versuche meine Kamera rumzudrehen. Alles klar, ne? Also macht's gut.